Gemeinde Spiegelau hat mit dem ehemaligen Sägewerksareal eine riesengroße Chance, weil wir eine der wenigen Kommunen sind, die in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten des Flächensparens und in Zeiten, wo die Innenentwicklung eine zunehmende Bedeutung erlangt, eine riesengroße Projektfläche haben inmitten des Ortes. Es wäre leicht gewesen, den Baugrund zu verkaufen. Aber für Spiegelau steht die qualitative Entwicklung im Vordergrund. Diesen Ansatz unterstützen wir mit unserem Modellprojekt sehr gerne. Das Gelände des ehemaligen staatlichen Sägewerks soll mit Landstadt Bayern dem Ort eine neue Mitte geben. Im 20. Jahrhundert gab es in Spiegelau 3 Sägewerke. Die Holzindustrie prägte den Ort bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Jahr 2003 war Schluss mit Sägen und Holzverarbeitung. Der Niedergang hatte lange vorher begonnen. Es geht so eigentlich in den 60er Jahren, dann vor allem in den 70er Jahren los, dass eben Holz importiert wird aus dem Ostblock, aus der DDR, aus Finnland aber auch. Und die, mit denen konnten wir dann mit den Preisen nicht mithalten. Also es ist damals schon ein großes Sterben von Sägewerken eingeläutet worden. Das staatliche Sägewerk hinterließ eine Brachfläche von 3,6 Hektar. Privatinvestoren sind bereits auf dem Gelände tätig, um Gewerbebauten zu errichten. Die Gemeinde legt aber vor allem Wert auf Wohnungen. Die spätere Umsetzung der Projektidee, wo wir jetzt ja das Konzept in den nächsten Jahren entwickeln möchten, ist eine große Chance für Spiegelau, hier eine neue Mitte zu bekommen mit den neuen und spannenden Themen der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, aber auch ein neuer Lebensimpuls für die Gemeinde, der hier gesetzt werden kann. Das wird jetzt genau geklärt, was die Menschen vor Ort brauchen, damit sie die passenden Lebens- und Arbeitsbedingungen haben. Es geht um die richtige Verkehrsanbindung, Perspektiven für junge Menschen und altersgerechte Wohnungen. Wichtig sind aber auch Arbeitsplätze und die Stärkung kleinerer und mittlerer Unternehmen. Durch Landstadt Bayern bricht die Gemeinde Spiegelau mit ihren Bürgern und Gewerbetreibenden auf ins 21. Jahrhundert.